Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch das Screencast-Programm oder halt Desktop-Aufnahmeprogramm Record My Desktop vorstellen. Ihr könnt Record My Desktop ganz einfach und gemütlich unter Ubuntu Software Center downloaden. Das ist ein Paket. Da müsst ihr auch gar nicht groß selber was einstellen. Wenn ich hier Record My, dann habe ich eigentlich schon das Programm. Ihr seht hier das grüne Häkchen. Das bedeutet, dass ich es schon installiert habe. Draufklicken, dann heißt der Button bei euch installieren und das einfach bestätigen. Kurz danach ist das Programm bei euch auf eurem Rechner. Dann könnt ihr es hier entweder hier an der Startleiste oder auch über ein Dash starten. Ich habe es hier in der Startleiste. Danach öffnet sich so ein Fenster. Ihr seht, ich habe zwei Monitore und genau dieser Bereich, der jetzt hier so markiert ist, den nehme ich auf. Und das geht einfach, wenn ihr einen Bereich auswählt, was ihr aufnehmen möchtet. Da geht ihr hier auf diesen Aufnahme-Button. Hier seht ihr das zweite hier. Er würde ja also jetzt dieses Aufnahmeprogramm zweimal starten, weil wenn die Aufnahme läuft, ist das so ein graues Kästchen. Wenn ich jetzt hier auf meine rechte Maustaste klicke, kann ich einen Bereich wählen, den ich aufnehmen möchte. Zeige, verstecke Hauptfenster, Aufnahme, Info und Beenden. Wichtig ist auch hier die Videoqualität und Audioqualität. Die habe ich beide auf 100%. Das würde ich euch auch empfehlen. Bei Erweitert, da seht ihr meine Aufnahme. Einstellungen. Dateien werden in den Temp-Ordner mal gespeichert. Die Leistung, ich mache 30 Bilder pro Sekunde. Das ist empfehlenswert. Also unter 25 sollte das hier auf keinen Fall sein. Und ich nehme die Zero-Kompression. Falls ihr einen schnelleren Rechner haben solltet, dann würde ich euch empfehlen, während der Aufnahme zu encodieren. Aber das geht sehr auf die Rechenleistung von eurem Rechner. Ihr wollt ja irgendwas auf eurem Desktop noch vorführen und der Rechner sollte doch einigermaßen flüssig laufen. Deswegen würde ich euch das hier nicht empfehlen. Die Zero-Kompression würde ich jetzt drinnen lassen. Bei Audio, da habe ich zwei Kanäle drinnen. Hier ist Grund eingestellt, eigentlich 22.000. Audio und Audio-Liebhaber sagen, hier sollte man mindestens 28.000 haben als Frequenz. Ich nehme mal so den gesunden Mittelwert, ich nehme 24.150 und ich denke, das müsste auch ausreichen. Das sind so die Einstellungen, die ich habe bei unter meinem Record My Desktop. Ich hoffe, dieses hat euch ein bisschen geholfen und ihr arbeitet auch damit. Ja. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dabei und wir sehen uns.